Hast du mich auf Flickr gefunden? Ja, ich habe dich auf Flickr gefunden. Wir fangen gerade ganz vorne an. Das habe ich mal gelöscht. Nein, das stimmt nicht. Das ist der Roger. Roger Schüber. Schüber, genau. Und er ist Fotograf. Also meine Frage ist eigentlich die erste Frage. Bist du eher ein Versicherungshengst, der fotografiert? Oder bist du ein brotloser Fotograf und nebenzu noch muss Versicherungen verkaufen? Ich würde es eher anders sagen. Also erstens mal, ich verkaufe keine Versicherung. Entschuldigung. Nicht mehr. Ich würde so sagen, für mich ist Fotografie ist eine Passion. Ja. Das ist nicht mit dem, was ich will, zwingend Geld verdienen. Und auch Versicherung ist irgendwo auch eine Passion. Hätte ich nie gedacht, als ich trainiert habe. Ja. Aber das kann auch interessant sein. Und das ist auch mein Job schlussendlich. Und fotografieren mache ich, weil ich Spass daran habe. Jawohl. Und ich will nicht müssen Geld verdienen mit Fotografie, weil dann kommen Babybücher und Hochzeiten und weiss Gott was noch dazu. Diese Bändchen auf den Babybüch. Genau, und das ist nicht unbedingt mein Ziel. Ich will Freude haben, ich fotografiere. Und darum bin ich eher der Versicherungshengst, der fotografiert. Und du hast zuerst bei der Versicherung geschafft und irgendwann bist du zur Fotografie gekommen? Ja, also ich habe einen Job gehabt. Ich habe eine Versicherung geschafft und dann habe ich immer noch. Und Fotografie, das ist ja zum Teil auch durch dich, aber das wirst du wahrscheinlich nachher noch merken. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das hast du mir letztes Mal schon am Tisch erzählt, wo wir eine Sitzung hatten. Ich kenne dich ja eigentlich durch die Versicherung, das sehen wir nachher auch noch, die Linksversicherung. Da habe ich mal geschaut, was du so machst. Und dann bin ich auf Flickr, der Account, der noch nicht gelöscht ist. Anscheinend nicht. Etwa so 2011, 2012 hat es ein paar Bilder. Und ja, zum Beispiel das da. Es war nicht so dein Thema gewesen. Oder du bist einfach zu wenig lang oder zu wenig tief reingestiegen, habe ich das Gefühl. Also ich muss es so sagen, das habe ich 2011 habe ich angefangen zu fotografieren. Genau. Ich habe mal ein bisschen ausprobiert. Und dann bin ich relativ schnell einmal auf dich gestossen. Keine Ahnung, warum eigentlich. Ja, doch. Ja, ich habe nach Street gegangen und dann bin ich halt zwangsläufig. Und dann habe ich gedacht, das will ich ausprobieren. Weil vorher habe ich einfach fotografiert, was von der Linse gekommen ist. Und dann habe ich gedacht, komm, ich tue mal Menschen fotografieren, die von der Linse kommen. Und eigentlich hat es mir schon gefallen, aber ich habe einfach... Ich habe die Eier nicht. Das fehlt mir. Das ist eines der grösseren Probleme oder der häufigeren Probleme, die die Leute haben. Aber ja, man muss ja auch nicht. Ich habe dann gemerkt, noch hast du noch eine Reisefotografie gemacht. Und dann irgendwann, 2014, sind dann so bei 500 PX, hat es noch ein paar Aktbilder von dir. Jawohl. Bei 95% musst du immer klicken, dass sagen, eine blutige Frau, ob das wirklich wer ist. Und das ist auch ein Account, den ich eigentlich gemeint habe, habe ich gelöscht. Ja, ich sehe, du bist. Das Internet vergisst nichts. Nein, aber dort sehr spannende Bilder, also sehr, für mich sehr ansprechend. Ich finde Akt grundsätzlich langweilig. Ich habe mich nicht gross mit befasst, aber ich habe so ein mal eine Kollegin, die Akt macht, und wir haben letztes Mal ein paar Bilder angeschaut, und man sagt, ja, eigentlich spricht es mich nicht an. Aber bei deinen Bildern, ich weiß nicht, was anders ist, es spricht mich anders an, oder es spricht mich mehr an. Also klar, ich stehe jetzt nicht unbedingt auf Tattoo-Models, aber... Das war so eine Zeit, wo ich nur tätowierte fotografiert habe. Ja, aber ich muss sagen, es ist und es sieht aus, als wäre das alles mit natürlichem Licht, kann das sein? Ist alles mit natürlichem Licht. Vielleicht ist es auch das, was mich anspricht. Ich muss vielleicht sagen, was ich auch nicht gerne habe, sind so die klassischen Aktbilder, wo jeder genau gleich ausläuft, wenn möglich noch low-key oder was auch immer, das ist überhaupt nicht meins. Künstlerischer Akt finde ich schön, ist aber nicht meins zu machen. Ich finde es schön zum Anschauen. Und ich versuche, und das habe ich jetzt schon versucht, versuche ich immer noch irgendwie das Model in eine Situation zu bringen, was könnte auch sein. Eine Alltagssituation, ja. Man sieht, da sind verschiedene Locations. Einmal auf dem Sofa, einmal auf dem Bett, zweimal, dreimal auf dem Bett. Und durch das wirkt es wahrscheinlich auch authentischer. Weil du bist wahrscheinlich irgendwo entweder daheim gewesen, oder in einem Hotelzimmer oder... Hotelzimmer sogar eher selten, meistens über Airbnb oder nicht über Airbnb. Ja, ja, ja. Oder es ist in meiner Wohnung, oder es ist in der Wohnung vom Model, oder sonst irgendeine Wohnung, die ich mal gesehen habe, wo ich fotografiert habe. Die Schwierigkeit bei solchen Bildern ist ja, dass hinten dran nicht ein Bild ist, oder? Wo irgendwie stört. Du willst eigentlich nur ein Bett haben und das gutes Licht. Nicht. Also ja, ich sage jetzt mal, man sieht das da nie nicht im Hintergrund irgendetwas, wo... Ganz ehrlich. Das ist dann so Zufall. Das ist wirklich Zufall. Ich habe mit meiner Studiopartnerin habe ich schon viel über das diskutiert, weil sie räumt dann immer alles weg und ich sage, nein, das soll drin sein. So ist ja, das kommt nicht in der Frage. Ich habe zusätzliche Bilder nehmen können, die jugendfrei sind. Weil man kann sehen, was YouTube und Facebook mit so Videos machen.
Darum habe ich jetzt nicht alles, und bei diesen vier Bildern siehst du jetzt nichts hinten dran. Also ja, ich denke, es kommt in der Fall, wie es zum Bild passt. Aber also natürlich versuchst du es ja möglichst in einer Alltagssituation, in einem Schlafzimmer, wo auch jemand drin lebt. Ich muss sagen, das ist, ich habe nicht drauf geschaut, was ich immer gefunden habe in dieser Zeit, das ist genau richtig, weil so soll es sein. Aber Hankerum muss ich jetzt sagen, im Nachhinein, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Fehler gewesen, weil durch das habe ich völlig verloren, die ganze Umgebung rundherum zu beachten, wenn ich jemanden fotografiere. Also ich habe extrem Mühe, immer habe ich letztlich gemerkt, wenn ich eine ganze Person nicht drauf habe, nicht irgendwo geschnitten, klassischer Schnitt, sondern wirklich ganz drauf habe, habe ich teilweise extrem Mühe, um die Umgebung mit hineinzuziehen. Habe jetzt das aber, bin jetzt das aber lernen, dass man das auch sieht und auch trainieren kann. Und plötzlich kann man auch als Person ganz aufs Bild nehmen. Das ist schon noch spannend. Also wenn du mir Tipps geben, wie du so ein Bild machst, so ein Aktbild mit natürlichem Licht, den Hintergrund beachten, logischerweise. Das würde ich. Du hast ja eigentlich das Bett als Fenster für dich ziehen. Das Fenster kannst du nicht bewegen. Genau. Wenn ich einen Tipp würde geben, ist mal, was viele falsch machen, die können deine Location sehen in der Ecke. Und sagen, wow, der Ecke ist super schön. Dann fangen sie an fotografieren, aber das Licht kannst du nicht anschauen. Weil halt das Licht kannst du nicht bewegen, wenn du es eben mit natürlichem Licht schaffst. Also musst du zuerst schauen, wo ist das Licht und dann, also musst du vom Licht her kommen. Genau. Und nicht von der Location her. Und auch beim Model, du tust nicht, wenn du jetzt einen Blitz hast, den Blitz so ausrichten, dass das Licht stimmt, sondern du tust das Model so ausrichten, dass das Licht stimmt. Mhm. Also du das sagst, ein Model Licht, noch ein bisschen mehr über, okay. Also das Licht setzen und dann das Model zurechtbringen. Genau. Okay. Das geht nicht anders. Weil, ja, wir haben ja zwei Fenster Licht im Übrigen. Ich musste das Sofa auch führen. Und es geht aber sehr gut. Also ich finde, es ist okay. Und dann hat es eine andere Zeit gegeben von dir, wo dann du im Prinzip normale, du hast auch Workshops gegeben und Models geshared. Oder so ein bisschen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, ein Jahr lang. Das war eigentlich noch recht interessant gewesen. Ich habe es auch gerne gemacht. Ja, wieso hast du es aufgehört? Weil der Aufwand ist mir dann doch zu gross geworden. Wie gesagt, ich habe einen 100% Job. Und wenn ich dann eben selber auch noch fotografiere und die ganze Zeit, ich habe teilweise wirklich monatlich 1 bis 2 Workshops organisiert, der ganze Aufwand ist dann doch irgendwo zu gross gewesen. Und irgendwann habe ich gesagt, du, das macht für mich keinen Sinn, weil so komme ich selber gar nicht zum Fotografieren. Ja. Klar, die Models, die ich eingeladen habe, die habe ich dann auch fotografiert, aber nichtsdestotrotz, ich habe kein Privatleben mehr gehabt. Ja, ich habe entweder geschafft oder habe ich Workshops organisiert, dann das Model geshootet oder nachher einen Workshop durchgeführt. Und der Job jetzt reduzieren, ist kein Thema gewesen? Nein, bei mir irgendwie nicht. Okay. Ja, weil gesagt, dann ist es plötzlich ein Mühe und ich habe einfach Angst, dass ich meine Passion verliere. Ja, das verstehe ich vollkommen. Das ist ja bei mir auch ähnlich gewesen. Also ich habe auch mal gesagt, dass... Ich meine, klar habe ich mir das schon überlegt. Aha. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, aber immer wieder sage ich, nein, ich habe einfach Angst, dass ich dann muss. Mhm. Und das habe ich ein bisschen, ich habe vielleicht eine kurze Analogie, ich habe früher gerappt. Und wir haben relativ Erfolg gehabt. Und ich habe es wirklich gerne gemacht. Das war auch meine Passion gewesen. Und dann haben wir relativ Erfolg gehabt und haben wieder das nächste Album bringen. Und dann ist es plötzlich ein Müssen gewesen. Ja, ist klar. Und dann ist mir alles vergangen. Dann ist es plötzlich jetzt muss ich. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann nachher hat es irgendwelche People-Fashion-Shootings gegeben. Mit verschiedenen, mit auch Männern, nicht nur Frauen. Jawohl. Jetzt habe ich mal gefunden, ich muss auch noch zeigen, dass ich Männer fotografiere. Ja, aber ist eigentlich egal. Und du hast mir ein paar Bilder geschickt, ich habe ein paar andere von der Webseite genommen, ich finde, das passt besser. Und das ist dann im Studio gemacht, oder? Das ist Studio. Wie ist denn der Wechselstand gekommen von Akt zu angezogenen Menschen? Hat irgendein Arbeitgeber gesagt, hey du... Nein, es hat gar nicht mit dem zu tun. Ganz ehrlich gesagt, das ist mir irgendwann verleidet, weil ich... Also ist ich, immer das Gleiche, ja, ist klar. Ich brauche immer wieder mal eine Challenge. Mhm. Wenn ich keine Challenge habe, dann fängt es mir an zu verleiden. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch wieder mehr wieder richtig Akt, richtig sinnliche Sachen gekommen. Wie gemerkt, es macht mir doch Spass. Halt jetzt die Challenge ist jetzt halt versuchen, mehr von der Umgebung noch drin zu nehmen, das Model richtig setzen, damit auch noch die Umgebung ist. Ich hatte dort einfach eine Phase gehabt, wo es Routine war. Ich habe ein Model eingeladen, wir sind in der Location, ich habe fotografiert und ich habe keinen Fortschritt mehr gesehen. Okay. Und ich habe ja, ich weiß nicht, ob du mal gelesen hast, ich habe einen Blogbeitrag gemacht auf Links, wo es darum geht, Motivationslöcher für Fotografen und wo ich das eigentlich auch überschreibe. Ich habe kürzlich einen Artikel über Motivation geschrieben oder dass man einfach eine Überdosis hat von gewissen Sachen und dann kannst du noch so ein gutes Bild machen, es macht einfach keinen Spass mehr und dann bringt es nichts. Ich bin so ein Mensch, wenn ich denke, ich komme weiter, dann macht es auch keinen Spass mehr.
Ja, aber dann machst du etwas anderes oder hörst du komplett? Nein, dann mache ich etwas anderes. Also so Fotografie, einfach etwas anderes? Genau, das war wie da, als ich plötzlich in den Fashion-Bereich gegangen bin. Hier, von uns in Berlin, zwei Models. Das hast du das gerade gesehen, ist das in Berlin? Das ist gestanden bei den Bildern. Ach. Ich kann auch lesen, kann ich die Bilder anschauen. Ja. Wie man sieht, ja, wenn man schon mal zu Berlin war. Und an der U-Bahn sieht man es auch. Also, die schon mal zu Berlin sind, sieht sofort. Das ist auch etwas, was ich gesehen habe. Wenn ich irgendwo schon mal gesehen bin und ein Bild von dort gesehen habe, wenn man nur ganz kleines Detail sieht, vielleicht sofort, was gemacht worden ist. Einfach so. Das ist wie ein toller Deckel oder ein Boden. Bahnhof Kopenhagen, ganz spezieller Boden. Da siehst du ein Bild, sagst du, ah, Kopenhagen. Und jeder denkt, ja. Und so siehst du auch die U-Bahn Berlin mit diesen Dingen, mit diesen Mustern am Fenster, damit es nicht den Ritzen oder Graffiti und so. Das war ein ganz spannendes Shooting gewesen, weil das sind zwei Models, die extrem beliebt sind in der Facebook-Community, sag ich jetzt mal. Und das Rechte, also sprich die mit den kurzen Haaren, die hat entschieden, ein Jahr drauf, also das war im Neujahr, 2016 auf 17 oder 16 auf 17, und sie haben entschieden, aufhören zu modeln. Und sie hat aber nachher gesagt, ich will jetzt das letzte Shooting noch mit mir machen. Und zudem gab beide miteinander ein. Ich bin der Einzige, der beide miteinander in einem Shooting können fotografieren kann. Cool, ja. Also es sieht auch gut aus. Ich bin recht stolz. Es sieht aus wie aus einem Katalog. Vor allem das Blau, Gelb mit der U-Bahn. Passt halt von der Farbe her. Passt halt schon gut. Siehst du, alles andere ist eigentlich schwarz-weiß fast, außer zu sehen. Ja. Aber es ist schon so, ich weiss eigentlich nicht, ob es ein Model liegt oder ein Fotograf, aber ich denke, es ist schon beides. Es braucht beides. Also ich muss auch ganz ehrlich sein, ich tue nicht gross Posing-Anweisungen. Ich sehe ein Bild, das ich gerne machen will, und dann brauchst du halt schon ein Model, das das umsetzen kann. Sprich, für mich ist es, ich versuche mehr, mehr fast einen Schauspieler, der dann eine gewisse Situation sich einfach bewegt. Und ich tue es blöd, aber in dem Sinne knipse ich dann. Und ich nehme dann das ja, Bild, alles, was wenn alles stimmt, du tust ja voraus auch schon die Location alles so und dich positionieren, dass alles belichtet und alles stimmt. Und wenn das mal so ist, dann drückst du nachher nur noch ab. Dann kannst du eigentlich die Kamera auf ein Stativ stellen und jeder kann abdrucken. Weil das Abdrucken ist nicht das Problem. Dass alles als Form abdrucken machst, ist echt das, was relevant ist für das Foto. Weil nachher kannst du nicht viel machen, kannst du noch ein bisschen bearbeiten, aber ich glaube... Wobei, ich muss sagen, ich könnte es nicht auf Stativ stellen, weil ich muss rumlaufen. Nein, schon nicht. Aber du könntest sagen, du kannst es so einrichten, da ist es perfekt, und dann könnte jeder abdrucken und jeder könnte die Fotos machen, weil es schon richtig eingerichtet ist. Ja, ich meine, das ist ja bei den grossen Fashion-Fotografen teilweise so. Die ist alles eingerichtet, dann kommen die Kamera rüber, machen Klick, und dann haben sie ihre Bilder. Stimmt. Ja, dann hat es noch zwei, drei Einzelbilder. Ja, ich finde, es ist spannend. Ich kann dich immer fragen, wieso tust du nicht hauptberuflich fotografieren, weil es dich offensichtlich dann noch nicht mehr motiviert. Ja. Also, und vor allem mit dem verdienst du kein Geld. Das stimmt, das ist ja so. Das Einzige, was wäre Fashion. Ja. Aber versuche mal Fashion aus der Schweiz rauszumachen. Ja, das ist schon schwierig. Ja. Weil Fashion bist eben nicht nur du der Fotograf. Dann hast du ein riesen Team und das Team in der Schweiz zu finden. Ich habe es probiert. Es scheint in der Unmöglichkeit. Ja, das ist sicher nicht einfach. Und ich merke aber auch, die eigentlich gut fotografieren können, die wollen gar nicht mehr, also wollen gar nicht davon leben. Mhm. Und die unbedingt davon leben, die können zu wenig gut fotografieren. Oder die schaffen es dann irgendwie nicht, weil es einfach, du kannst nicht sagen, ich lebe jetzt davon. Und die es eben vom inneren Antrieb her, von den Emotionen oder von der, wie sagen wir dem, Passion haben, machen, die wollen es gar nicht für Geld machen. Also bei mir ist es so, ich habe immer gesagt, wenn ich mit dem, was ich mache, kann Geld verdienen, ohne, dann mache ich das gerne. Eben, ja. Wenn ich dann komme, vielleicht gehen wir richtig Fashion, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, aber als ich in richtig Fashion gegangen bin, habe ich gemerkt, dann ist die ganze Organisation um das Shooting, ist plötzlich Massen an Zeit gebraucht. Ja. Und das Shooting selber ist nur noch schnell gewesen. Dann irgendwann hat es weniger Bilder auf deinem auf der Homepage. Also Facebook ist gelöscht, das habe ich nicht gefunden. Facebook habe ich gelöscht, richtig. Und irgendwann ist auf der Webseite hört es 2017 auf und 2017 fängt aber links an. Das ist dein Baby. Genau. Wo, das kannst du sicher besser erklären. Also nicht mein Baby ist es nicht. Ja, du gehörst dazu. Das ist eine Kameraversicherung. Das klingt jetzt relativ unspektakulär, aber was ist jetzt spektakulär daran? Spektakulär ist, du kannst es dann versichern, wenn du es brauchst. Du musst nicht mehr über das ganze Jahr alles versichern. Genau, also ich gehe am Wochenende auf London, 4 Tage zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, und nehme für 3'000 Stutz Material mit. Das wird ein bisschen stark beansprucht vielleicht. Das regnet, das ist wüst, das ist
hektisch. Es hat auch Leute, die klauen. Es hat Leute, die klauen. Dann gehe ich an und sage, gut, ich will das und das und das versichern. 3 Tage. Genau. Kostet mich ein Bruchteil wahrscheinlich von dem, wo... Es kostet dich definitiv einen Bruchteil. Ja. Wenn du natürlich die ganze Zeit eingeschaltet hast, dann sind wir eher teuer. Aber du kannst einschalten und ausschalten. Genau. Und ich sage jetzt mal, wenn du Fotograf bist, der dein Body jeden Tag braucht, dann würde ich den aktuell gerade noch nicht bei uns versichern, weil das ist ein bisschen teuer. Mhm. Aber du brauchst nicht jeden Tag die gleiche Objektiv, du brauchst nicht jeden Tag den gleichen Blitz, du brauchst nicht jeden Tag das gleiche Stativ. Du kannst dann, wenn du es brauchst, kannst du es versichern. Und sind wir ehrlich, wenn du es zu Hause hast, dann hast du in den meisten Fällen eine Hausratversicherung. Stimmt. Und dann ist es dort schon deckt. Oder sich beraten lassen oder immer noch ein Mail schicken, wenn er Fragen hat. Und noch die letzte Frage, die stelle ich allen. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Oder geprägt? Mich hat es viel kreativer gemacht. Aha. Sprich, meine kreative Ader, die ich hatte, hat es wieder auf einen Führer geholt. Und ich bin seither auch im Geschäft immer ein bisschen der Kreativtyp, der kreative Ideen sucht. Oder auch teilweise Sachen ein bisschen versucht zu gestalten. Ich meine, ich bin kein Designer. Aber nichtsdestotrotz, jetzt bei links bin ich der, der meistens Zeug designt. Weil ich habe einfach gewisse Ideen, wie etwas aussehen sollte, gewisse Ästhetik. Ein anderer Blick vorher nicht auf die Sachen oder eine Ästhetik. Mir geht es auch so. Ich bin nicht Designer studiert oder so. Ich habe nicht Fotografie studiert. Aber ich sehe einfach gewisse... Für mich muss es einfach so aussehen, damit es harmonisch ist. Genau. Und dann stimmt es. Und natürlich irgendwo durch einen Job. Weil wenn ich glaube, wenn ich nicht Fotograf wäre, dann hätte es links wahrscheinlich schon gegeben, aber nicht in dieser Form. Das hilft mir, auch einem Fotokästchen, dass ich fotografiere. Siehst du. Sehr gut. Vielen Dank. Danke dir. Hat Spass gemacht. Ja. Du, was weiter. Tschüss zusammen. Ciao.